So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, Folge ETS2, aka German Truck Simulator. Eigentlich könnte ich jetzt statt ETS2 German Truck Simulator starten und niemand würde den Unterschied merken. Gut, das Lightning wurde ein bisschen aufpoliert, okay, ein paar schönere Sein Texturen, zu geben. ja, aber ansonsten. Kein Unterschied feststellbar. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Die haben hier bei der Deutschland-Map ja schon einiges getan. Aber jetzt warte ich gut. Hä? Was soll ich gerade? Genau. Die haben ja bei der Map schon ein bisschen was gemacht, ja. Zum einen ist natürlich die Map hier, gerade so ein paar Seitenstraßen kamen halt hinzu. Und wie gesagt, manche Städte wurden auch überarbeitet. Aber zum einen halt nur die Städte dann für sich. Und zum anderen kamen halt nur ein paar Straßen hinzu. Manche haben sie auch überarbeitet, aber viele Straßen sind halt immer noch genauso wie früher. Und daher wäre natürlich die Frage, ob man das nicht mal gerade so die ganzen Straßen, die halt noch so sind wie früher. Ob man sie nicht immer überarbeiten sollte. Weil es fällt halt schon auf, dass jede Abfahrt, jede Auffahrt und jede Tankstelle halt gleich aussieht. Wie gesagt, früher bei German Truck Simulator, da war das völlig egal. Da war man froh, dass man überhaupt sowas schon spielen konnte. Aber wie gesagt, damals war das halt weit vor seiner Zeit, das Spiel. Ja, war ja wirklich grafisch damals top-notch quasi. War quasi das Final Fantasy unserer Zeit. Aber heutzutage. The fuck? Okay. Passfehler haben sie auch. Ne, ich hatte gesagt, dass die Fahrzeuge hier auf so Schienen fahren, ne? Solange, wie man nicht mit denen kollidiert, haben sie also auch keine Physik oder so. Sondern sie fahren wirklich nur auf diesen vordefinierten Linien. Naja. Und seine Linie war halt zu Ende. Dementsprechend ist er einfach verschwunden an der Stelle. Das heißt, diese doppelspurige Straße und die Abfahrt da waren ja zwei verschiedene Teils. Und die waren wohl nicht richtig miteinander verbunden. Noch ein Grund mehr, das Ganze hier, die genannte Map zu überarbeiten. Ich meine, Zeit haben sie ja jetzt, ne? Weil bis vor kurzem haben wir an dieser Russland-Map da gearbeitet. Und das haben sie jetzt erstmal ausgesetzt. Warum auch immer, weiß ich gar nicht. Russland, was? Ich müssen mal nachgucken, was da gerade abgeht, aber irgendwie. Ja, nee. Naja. Auf jeden Fall. Haben sie aufgrund dessen, dass es dadurch ja fallen gelassen wurde, haben sie jetzt eigentlich wieder. Ich weiß gar nicht, ob sie schon was anderes geplant haben, ob die jetzt an was anderem arbeiten. Aber die könnten ja zwar die Zeit nutzen und hier an der German Map arbeiten. So lange, wie wir hier rumrasen, mache ich mal ein bisschen Fernlicht an. Weil man merkt auch richtig, wie die alten Maps hier, diese German Maps, zum einen diese Kurven super, super eckig sind und zum anderen, wie überhaupt hier sehr viele super enge Kurven teilweise sind. Obwohl es halt damals der einzige Weg war, diese Maps abwechslungsreich zu gestalten. Weil wie gesagt, viele verschiedene Teils gab es ja nicht. Das heißt, die Straßen waren alle gleich aus. Man konnte also nur damit Abwechslung reinbringen, dass die eine Straße mehr gebogen war als die andere Straße. Aua. Oh, hier vorne Baustelle. Und ja. Wie gesagt, die Landschaften sahen alle fast gleich aus. Überall war entweder Wiese oder Sonnenblumenfelder. Oder halt Acker, wo dann irgendwelche Heuballen rumstanden oder so. Also es gab schon ein paar verschiedene, aber
es waren halt nur eine Handvoll und die haben sich halt immer wieder wiederholt. Also, so abwechslungsreich war das Ganze dann auch nicht. Und eben, das Einzige, womit man halt noch manuell ein bisschen Abwechslung reinbringen konnte, war halt, indem man bei den Einstraßen super viele Kurven reinbrachte, die halt anders aussahen als bei der anderen Straße. Ja, ja. So, und hier kommt deswegen, wenn ich die alten Auffahrten hasse. Aber diese Kurve hier ist halt super hässlich. Super eng, super hässlich, super eckig. Und wenn es regnet und du Kontraktion hast, bist du halt verloren. Und dann war es das an der Stelle. Wir sind ja hier, glaube ich, sogar schon mal im Let's Play hängen geblieben, ne? War das nicht, dass wir einmal so einen Schwellertransporter hatten? Also auch ohne schwere Lasten mit drauf, also, ne? Und dann hier hängen geblieben sind. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das bei mir privat war oder ob das hier im Let's Play war, aber glaube, war es im Rahmen des Let's Plays, wo wir mal bei so einer Drecksauffahrt hängen geblieben sind. Ja, doch, ja. Doch, doch, klar, war eine Aufnahme, genau, genau. Da habe ich ja dann sogar noch im Let's Play die Zeit vorgestellt. Was ja dann eine absolute Ausnahme war. Da hinten die Häuser, die sind ja schon. Das Haus sieht gerade schon komisch aus. Das sieht da so super komisch aus. Ist eh gerade rot. Das sieht doch kein Haus aus. Was zur Hölle haben sie denn hier gemacht? Guck mal, normales Haus. Normales Haus, mehr oder weniger normales Haus. Normales Haus, auch normales Haus, normales Haus. Und dann das Ding hier? Wer hat denn diese Textur hier hingekotzt? Alter, the fuck? Wie sieht das Ding am Tage aus? Achso, in der Zeitumstellung kann ich jetzt nicht, kann ich nur im Fotomodus. Digga, what the fuck? Warte mal kurz. Kann ich hier... Fotomodus. Mal gucken, wie Digga am Tage aussieht. Das bist du. So, so. Ich konnte doch hier Sichtfeld. Achtung, Hotel. Gut, okay, am Tage sieht es ein bisschen ordentlicher aus. Sieht es aus wie... Wenn es so sein soll, komische Architektur, kann man drüber streiten, aber das ist halt das Problem. Über Architektur kann man halt streiten. Aber das sieht zumindest so aus wie gewollt. Aber das Nachtbild davon, das sieht halt aus wie... What the fuck? Eieieiei. Was ist da passiert? Das Haus ist ein einziger Grafikglitch. Na, ja, dieses T-Stück hier. Auch uralt. Oh mein Gott, Alter. Okay, der Tunnel hier ist neu. Der ist definitiv neu. Und sieht auch ganz geil aus mit den Lampen da. Vor allem dieser Farbwert, ne? Dieses bläuliche, was der sehr stark bei diesen Kalkkartonleuchten hast, bei diesen Kalkkartonröhren. Das sah gerade schon geil aus, der Tunnel. Aber hier, das alles, die Tischstücke hier genauso. Es ist halt alles. Man wird mich jetzt wahrscheinlich für die letzten beiden Folgen hassen, weil ich so viel rumlaber. Aber ganz ehrlich, es ist halt. So fühle ich auch gerade innerlich bei mir. Es ist gerade so eine richtige Hassliebe. Ha? Oh Gott. Vor allem, was ich auch schon immer gehasst habe, ist genau diese Stellen hier an den T-Stücken, weil man sich genau an diesen Ecken immer super leicht mit einem Auflieger aufhängt. Wenn man da so um die Kurve fährt. Und gerade beim German Truck Simulator war es mit der Lenkung noch nicht so schön wie hier. Ne, Maussteuerung
Also Mauslenkung war damals noch super verkrüppelt. Immer geradeaus. Und mit Tastatur lenken kannst du halt nicht so fein lenken. Und da finde ich halt mit den Aufliegern generell auf diesen, auf diesen Ecken da immer aufgehangen. Und die sind halt immer noch da. Kriege ich direkt wieder Traumata. Ja, ich weiß gar nicht. Also bei SCS Software, da kann man den German Truck Simulator, den kann man glaube ich noch kaufen. Den Euro Truck Simulator, also den ersten, seltsamerweise aber nicht mehr. Und leider gibt es von den Euro Truck Simulator Version 2, also Euro Truck Simulator 2 halt, auch keine Versionshistory. Also dass du ältere Versionen downloaden kannst. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, den German Truck Simulator, den kann man downloaden. Achso, ich muss ja hier links. Und das würde ich euch auch mal empfehlen. Einfach mal das Ding durchzuspielen. Oder allgemein zu spielen. Und dann wieder ETS 2 zu spielen. Vor allen Dingen hier diese Deutschlandkarte davon. Es ist halt so witzig. Weil sowas hast du halt auch bei anderen Spielen nicht wirklich, ja? Egal was für Spiele du hast, ob du jetzt irgendwie, weiß nicht, Final Fantasy hast, ob du, weiß nicht, was gibt's noch für, irgendwie Bus-Simulator, Civilization, Edge of Mythology, diese ganzen Spiele, die schon seit Ewigen gibt's und auch bis heute gibt's, bei den meisten zumindest, da hast du ja wie gesagt bis heute auch neue Versionen. Aber du hast halt jedes Mal komplett neue Maps. Ja, das heißt, das Spiel entwickelt sich komplett weiter. Und hier bei SCS Software hast du wirklich noch genau die gleiche Map, wie sie damals war. Und die wird halt nur immer wieder überarbeitet. Und deswegen hast du halt hier Konstellationen, die du in anderen Spielen halt so überhaupt nicht hast. Ich meine, ich kenne sonst kein einziges Spiel, wo du eine Map hast, die auf einer Map von vor 15 Jahren basiert. Kein einziges. Na, ist schon krass. Ist schon echt krass am Arsch. Hier diese Kurven zum Beispiel. Jetzt hier eine Linkskurve. Jetzt hier eine schöne Rechtskurve. Und dann direkt dahinter wieder so eine schöne kurze Linkskurve und alle super eng und so. Das war halt typisch German Truck Simulator. Und wie gesagt, mit der Maussteuerung kein Problem. Aber damals mit Tastatursteuerung war es dann schon eine andere Hausnummer. Vor allem, weil sie auch früher so eine ganz komische Physik hatten. Wenn du zu schnell gefahren bist, dann ist der LKW komplett weggerutscht. Also ganz, ganz seltsam teilweise. Das war aber dann schon bei der ersten Version von ETS 2 anders. Da hat die das schon überarbeitet gehabt. Aber wie gesagt, bei der ersten, also bei ETS 1, sag ich jetzt mal, und auch beim German Truck Simulator, da hattest du das halt. Dass du, sobald du zu schnell gefahren bist, hast du komplett die Kontrolle über das Fahrzeug verloren in den Kurven. Und das war dann natürlich sehr seltsam. Vor allen Dingen, weil du halt dein Fahrzeug auch nicht so tun konntest wie jetzt. Jetzt hast du ja, sobald du den LKW kaufst, haben die Dinger ja normale Reifen, sag ich jetzt mal. Die kannst du halt noch weiter tun, indem du andere Reifen kaufst, die noch besser sind, ja. Aber beim German Truck Simulator, da warst du ganz komisch, da hattest du halt keine Reifen, die du kaufen konntest, sondern du hattest halt nur die Standardreifen, es gab keine anderen Standardreifen. Und du konntest aber quasi die Fähigkeiten verbessern. Also das war so ein Level-System. Das heißt, wenn du den LKW gekauft hast, hattest du Reifen Level 1 und die konntest du dann irgendwie zweimal upgraden. Und wenn du die halt nicht upgraded hast, dann waren die halt so super künstlich runtergesetzt. Und sobald du auf der Autobahn halt 80 gefahren bist, oder andersrum, wenn du auf der Autobahn 80 gefahren bist oder weniger, war halt alles gut, kein Problem. Aber sobald du halt irgendwie über 90 warst,
bis in den Kurven einfach nur noch rausgeschlittert. Da war das Fahrzeug wirklich unsteuerbar. Ja. Wie gesagt, die Steuerung von ETS und German Truck Simulator war sehr, sehr seltsam. Verglichen mit heute. Wie gesagt, damals kannte man nichts anderes. Da war es was anderes. Wobei man auch damals schon einem die Steuerung schon ganz schön auf den Sack gegangen ist. Teilweise. Aber wie gesagt, was Besseres gab es halt auch nicht. Das ist auch so der einzige Grund, weswegen ich German Truck Simulator immer nur noch Code spiele. Weil sobald du halt 15 Minuten German Truck Simulator gespielt hast, musst du das Spiel beenden, weil diese Steuerung fickt einfach deinen Kopf. Ja, hier auch wieder diese schönen kurvenreichen Strecken. Eieiei. Genau hier diese T-Stücke. Es ist alles so Lego-Baukastenmäßig, ja. Oh, by the way, was da auch? Da vorne ist schon das Ziel. Lol. Nice. Achso, hatte schon an. Es ist so dunkel. Oder hier draußen schon wieder so hell. In mein Zimmer brennt ja gerade die Sonne rein. Deswegen ist schon ganz cool. Meine jetzige Sitzposition, so mit der Anordnung von Bildschirm und sowas alles, da kann ich sogar was sehen, wenn die Sonne bei mir komplett reinstrahlt. Was halt früher so überhaupt nicht möglich war. Da habe ich halt auf dem Bildschirm nichts mehr erkannt. Jetzt erkenne ich immer noch alles, obwohl es gerade Nacht ist in-game. Das ist schon cool. Am Kreisverkehr. Naja, man muss sein Zimmer nur richtig einrichten. Da kam ein Auto, egal. Wir haben Vorfahrt. Bitte rechts halten. Wow. Teile angekommen. Dachte schon, den Auflieger schrotte ich gerade. Ja, komm. Ja. Ach, gut. Sehr geil. Wow. Oh mein Gott, wir müssen raus. Wow, ernsthaft? Das ist ein halber XP, der da noch fehlt. Ein halber XP. 7 XP fehlen noch, ernsthaft? Von 52.000 XP fehlen 7. Das ist als Prozentwert 0. Es ist halt 0,0. Alter. Oh, weia. Oh, wow. Cool. Ja, geil. Auftragsangebot. Frachtmarkt. Wait a second. La 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 la. Wo sind wir denn hier? Streckenlänge. Was? Das ist das längste? Wo sind diese ganz kurzen Missionen? Warte mal kurz. Schnellaufträge. Wow. Also genau sowas hier. Diese ganz kurze Mission. Die gibt es nur bei den schnellen Aufträgen? Ist ja hässlich. Ist ja schade. Ich meine, gut, so ist es ja wenigstens keine Nacht mehr. Denn dann holen wir uns doch schnell unsere 7 EP. Ist so dumm.
war einfach so, dumm. Ein MRN, Alter. Oder nur noch so einen alten MRN. Biege nach rechts ab. Hier ist kein rechts. Hä? Oh! Oh. Hier hätte ich da langfahren müssen. Verstehe. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. So, dann fahren wir hier mal schnell auf die Fähre rauf. Und auch, wieder schnell von der Fähre runter. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja. Sieht man eh nix. Also wir müssen noch da, ne? Ja. Okay, lass uns eine neue. Ich wünschte bei diesen Listen, wo man so einen Zielort auswählen kann, könnte man einfach direkt bestätigen, indem man da mit Doppelklick draufklickt oder so. Das wäre ein bisschen intuitiv, weißt du? Jetzt piss es auch noch. Oh mein Gott. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Neu berechnen. Kein Problem. Aber wo ist denn der ganze Verkehr hin? Ach, da hinten ist er. Warum lieben Deutsche so sehr diese MRN-LKWs? Die sehen so hässlich aus. Von innen, von außen, von überall. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Keine Ahnung. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Bitte links. Ach, hier einfach. Ich finde diese Aufleger vom Optischen immer so komisch. Mit diesen, erst zwei Achsen und dann nach einer Lücke dann nochmal eine Achse. Finde ich halt optisch immer komisch. Da frage ich mich dann immer, warum machen sie diese Achse nicht einfach noch ein bisschen nach da? Dass alle drei Achsen einfach zusammen sind. Und wozu ist diese Achse da hinten? Hat das irgendeinen statischen Hintergrund? Ich meine, wenn da jetzt eine Last ist im Auflieger, über die kurze Strecke, wir kommen hinten abbrechen. Also als Stabilität an und Achsen zu machen, macht keinen Sinn, schätze ich jetzt mal. Höchstens vielleicht, wenn man da Sachen auslädt oder so, dass man dadurch ein bisschen mehr Halt, ein bisschen mehr Festigkeit hat oder so. Keine Ahnung, aber wie gesagt, sieht halt sehr komisch aus. Sind wenigstens beide Achsen gelenkt? Achso, gut, hier ist jetzt sowieso alles. Rechts, ich finde es doch immer witzig, wie diese europäischen Auflieger hinten immer eine normale Bereifung haben. Die Ausfahrt rechts. Obwohl ja zum Beispiel die amerikanischen Auflieger, die haben hinten immer bei den Aufliegern Zwillingsbereifung. Oh, ein Zug! Oh, ein schneller als du. Nein, obwohl nicht wirklich. Oh, jetzt? Ja, doch, sie schneller zu. Aha. Kann man ja den Scheibenschein anmachen hier? Ist ja schlimm. Siehst ja von der Farbe her nichts mehr. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Bitte. Ach, fahr doch mal! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, mach Platz. Danke. Aua. Ah ja, diese Gegend, hier waren wir ja schon mal. Was man unter anderem auch daran sieht, dass das da gelb ist. Aber ja, da hatten wir uns ja früher auch an diesen Pollern, die da mit auf der Straße standen, immer schon aufgehangen, ne?
Wer macht sowas? Warum sind die da? Ah, siehst du? Oh, oh, eine Vorfahrt. Leute, bremst doch mal. Fahren die Autos einfach weiter, als wenn ihr die Autobahn, als ob ihr die Straße gehört, ja? Whoa. Aua. Egal. Wir brauchen nur 7 XP. Die bekommen wir auch mit Vollschaden. Hoffe ich. Denn das Schöne ist, es ist ja nicht unser LKW. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, natürlich. Fracht 0% Schaden. Man kennt's. Biege nach rechts ab. Ich meine, gut, ich weiß gerade gar nicht, was wir geladen haben. Reflektierende Pfosten? Okay. Boah, Alter, dieser Regen. Lass mich mal auf da. Aber wir sind jetzt immer noch keinen Schaden. Natürlich nicht. Gut, ich meine, Pfosten sind jetzt auch relativ solide, sag ich mal. Angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Aber trotzdem, 1% Schaden könnt ihr noch haben. So, damit haben wir jetzt die benötigten 7 XP bekommen. Jetzt kommt sie, wir kriegen nur 6. Siehst du, locker, 30%. EP. Nice. So, die Frage ist, was machen wir? Die Sache ist, wir schalten hier nichts frei. 10% Kraftstoffersparnisse. Warum haben sie das eigentlich so behindert aufgesplittet? Hä? Erstens macht keinen Sinn. Oder es macht zwar Sinn, aber es ist fragwürdig, ob die das meinen, was man denkt, was sie meinen. Weil ich jetzt hier, Kraftstoffersparnis ohne Auflieger, heißt das, das ist das, was der LKW spart. Und wenn wir jetzt einen Auflieger haben, spart der nochmal 10% zusätzlich. Also 20%. Oder heißt das, wenn wir mit Auflieger fahren, sparen wir 10%. Und wenn wir ohne Auflieger fahren, sparen wir auch 10%. Aber dann macht die Angabe erst recht keinen Sinn, weil die Werte sind bei beiden jeweils immer gleich. Also warum schreibt man nicht einfach immer hin, allgemein, Kraftstoffersparnis 10%, 15%, 20%, wenn es eh immer bei beiden gleich ist. Also, warum denn extra aufsplitten? Why are you doing this? Why are you running? Ja, nee, verstehe ich nicht. Okay, nee, aber wie gesagt, gut, ich meine, 10%, nein. Hochwertige Fracht. Tja, ich weiß nicht. Ich sag mal, wir machen mal hochwertige Fracht, da kriegen wir, glaube ich, immer am meisten Geld für, oder? Warte mal kurz. Wir gucken mal auf das Angebot. Fracht. Wo kriegen wir... warum war die Maus auf einmal unten links? Zerbrechliche Fracht, okay. Okay. Ah, hier ist überall Just in Time. Zerbrechliche Flacht. Okay. Frachtmarkt. Okay, wir bekommen aktuell wirklich für das Zerbrechliche echt am meisten. Da sollten wir den Punkt vielleicht doch auch in Zerbrechlich investieren. Ja, let's go. Der eine Punkt ist jetzt völlig egal. Selbst wenn es falsch war. Der nächste Punkt kommt bestimmt. So. Das heißt, wir fahren wieder mit unserem LKW.
Der müsste jetzt noch da stehen, wo wir letztens stehen geblieben sind, ne? Irgendwo in Polen. Da können wir nämlich damals jetzt mal zur Werkstatt fahren. Und dann mal gucken, wobei, wo ist denn die nächste Werkstatt überhaupt? Ach, da hinten. So. Oder wir machen das komplett in der nächsten Folge. Nicht jetzt. Und dann können wir mal gucken, ob wir jetzt mit den zwei Level, die wir jetzt bekommen haben. Oder. Ah, ne, ist ja nur ein Level. Ja, wir müssen auch hier stehen, ne? Mal gucken, ob wir was Neues Schönes bekommen haben. Genau, Volvo. Oh. Oh, ja doch, wir haben ein paar schicke Sachen bekommen. Na, wir gucken mal nächste Folge. Nächste Folge wird also wieder eine. Wahrscheinlich eine Aufrüstfolge für den LKW. Ist auch für mich doch die letzte Folge für heute. Von daher. Mal gucken. Ja. Bis dann.